Ja, liebe Leute, damit willkommen zurück zu einer weiteren Episode. Wir sind gerade umzingelt von ganz netten Ratten, die mit uns bestimmt nur kuscheln wollen. Und eigentlich würde ich am liebsten durch die Tür dahinter mir wieder rausgehen, wenn ich sowas sehe. Aber wir müssen nach vorne. Ui, haben es aber ganz gut dran genagt hier. Boah, so eklig. Das Licht! Sie haben Angst vor dem Licht! Sieht aber super cool aus, so vom Effekt her. Das ist ein Albtraum. Sie müssen hier raus, Amicia. Ich weiß, los, weiter. Oh, da ist der andere. Das ist ein Mönch, der andere Bruder. Wir müssen darauf klettern. Ich muss die Fackel ablegen. Nein, bitte. Beruhige dich, da ist eine Halterung. Wir haben immer noch genug Licht. Aber was dann? Wir finden eine Lösung. Ja, das hoffe ich mal. Okay. Ich verstehe nicht, warum es so viele sind. Ja, ich auch nicht. Feuer. Wir gehen in der Nähe eines Feuers, wenn du den Zimbern in der Hand hältst, um ihn anzuziehen. Okay. Das Holz verbrennt schnell. Wir müssen uns beeilen. Oh, was? Weg mit euch! Holz, geht weg! Ist das Instant Burnholz? Das Licht beschützt uns, verstehst du? Na gut. Okay, schnell weg hier. Das sucht sie also heim. Ratten! Der Priester erwähnte einen Weg nach draußen durch die Krypta. Amicia, die drei Statuen! Die Krypta der drei Heiligen. Das ist der Ausgang, den der Pater erwähnte. Wir müssen einen anderen Weg finden. Ja. Welchen? Oh, da hat es wieder was zum Aufsammeln. Das ist ja gut. Leder. Und da vorne auch. Okay, dann gehen wir mal hier ich drüber. Ich werde dir helfen. Na gut. Wer baut denn so eine Krypta auf? Guten Tag. Da ist noch was. Stein, okay. Was ist das Weiße? Aktiv. Hey, Moment, da war doch gerade was. Amicia. Die sollte ich runterholen können. Ah, okay. Nicht hinsehen. Wir können nichts mehr für sie tun. Oh, eklig. Das ist furchtbar. Ich weiß. Komm weiter. So, meine kurze Frage. Wenn das da oben gehängt ist, wird sie das denn normalerweise runtergebracht? So zum Kohle nachfüllen und so. Da. Alles klar. Kletter hoch. Ja. Ja. Wir müssen da vielleicht mal die Ratten etwas dezimieren. Ah, I see. Ah, gut, wir gehen gleichzeitig. Okay, jetzt schwingt es da hin. Ah, Moment, mal zuerst mal gucken. So wie da. Und da hinten gibt es wieder Sachen zum Einsammeln. Nice. Ich will meine Upgrades haben. Haben wir ja sonst noch was? Da waren wir hier hinten. Da war noch was. Achso, das sind nur die Steine. Nö, aktiv nix. Folge mir. Mhm. Gut, nimm meine Hand und warten wir mal, bis das Teil bei der Retour kommt. Okay. Sie sind zu laut! Viel zu laut! Hugo, beruhige dich! Hugo, ich glaube, so wie das Spiel aufgesetzt ist. Abgebank. Kriegen wir noch viel Schlimmeres zu sehen als wie diese Ratten. Okay. Können wir Upgrades machen? Ja, Tasche. Wieder Platz für bis zu 12 Materialien einer Art. Ja, gut, machen wir's mal. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Gut. Wieder retour. Und weiter hier. Keine Ratten. Hättest du das bloß nicht gesagt. Ich sehe hier keine Fackeln. Wie? Was sollen wir tun? Ja, aber hier zur Zutaten gehabt. Ah, und das kann ich abschießen.
Einmal schieben für alle. Gut, das scheint sie abzulenken. Bist du sicher? Noch ein Schinken sollte reichen. Komm mit. Ist das wirklich, das reicht? Ich meine, den einen Menschen, den haben sie ja richtig schnell aufgefuttert. Dazu der Leder. Und hier durch. Freiheit! Ja, die drei Heiligen! Oder da, nicht. Wir nähern uns dem Ausgang. Ah, einen Moment, ich muss mal ganz kurz räuspern. So, da bin ich wieder. Und raus. Nun gut, wir müssen vorsichtig sein. Naja, noch mehr Tote. Ah, das wird so ein auf die Tische raufgehen und der Boden ist lauer Spiel. Da lang, oder dort das? Sind wir in Sicherheit. Da hinten blinkt doch was, oder? Ja, da hinten ist was. Aber wie komme ich denn da hin? Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Das werden wir nicht. Halt meine Hand oh, gut fest. Auch wieder Zutaten hier. Schinken. Sehr gut. Was da hinten? Anuschinken, dass ich da irgendwie hinkomme? Nö, sieht nicht so aus. Okay, dann mal hier hin. Diese Fackel da. Da ist ein Loch im Gitter. Wenn ich den hochhebe, kommst du dann an die Fackel? Ja. Ist das schwer. Hugo, beeil dich. Na los. Geht's dir gut? Was, ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin da unten durchkommen. Der Boden ist total morsch. Amicia, wie soll ich zurückkommen? Wir finden einen Weg, keine Bange. Solange du die Fackel hast, kann dir nichts passieren. Aber was ist mit dir? Wir bewegen uns gemeinsam. So scheint das Licht durch das Gitter und schützt auch mich. Bereit? Ah, bereit. Okay, macht Sinn. Gut, dann los. Langsam. Sehr gut. Okay. Die Fackel haben? Ja, auf meiner Seite sind zu viele Ratten. Ja, und er? Wie soll ich jetzt durchkommen? Das Loch da hinter dir. Ich sehe keinen anderen Weg. Geh da durch und wir treffen uns auf der anderen Seite. Bist du sicher? Rühr dich nicht, wenn du Ratten siehst. Ich bin gleich bei dir. Ist gut, aber beeil dich. Okay, ja, und jetzt können wir auch noch da hinten gehen. Das werden wir natürlich machen für die Zutaten. Eis. Hat sie noch mehr? Nee, oder? Nö, ich glaube, ist gut so. Oh, echt eklig. So, dann einmal hier rein. Und hier drüber. Und tschüss. Schnell jetzt. Geile Aussicht, aber schauen wir mal, was jetzt wieder los ist. Was ist denn? Oh. Oh, da hinten hat es Zutaten. Das machen wir zuerst. Scheißhaus. So, schnell wieder raus. Raus. Oh, sehr gut. So, dann haben wir uns da gerade wieder einen neuen. Wollen wir den wieder anzünden. Okay, geil. Hugo, geht's dir gut? Hä, wie bist denn du da hinkommen? Ich bin zum Licht gerannt. Haben sie dich gebissen? Nein, ich habe eine Leiter gefunden, aber doch nichts machen. Ich mach dir den Weg frei. Wir werden dich von da oben runterholen. Ganz ruhig, Amicia. Ihm geht's gut, dir geht's gut. Konzentrier dich. Ja, noch. So, das haben wir uns natürlich auch mit. Die Zweige verbrennen zu schnell. Damit kann ich sie nicht lang genug auf Abstand halten. Ja, wir haben ja doch die Feuerschaden. Alles gut. Hä? Ah, da hinten ist noch so eine. Ah, okay, er macht ihre. Perfekt, danke. Dum, 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 dum.
noch so ein Ding. Mal strategischerweise da vorne anmachen. Lass aber mal gucken, ob es hier noch was zum Sammeln gibt. Oh ja, da hinten. Das können wir uns gleich mal holen. Machen wir das mal an. Ab zu dem Ding da. Gut, du kannst jetzt runterkommen. Sehr gut. Nice. Zutaten. Tut mir leid, ich hätte dich nicht allein lassen dürfen. Das war zu gefährlich. Ist schon gut. Das nimmt er jetzt aber gut. Komplette Schatzkammer hier mit den Zutaten. Ja, da brauchen wir es nochmal. Das Instant Burn Holz hier. So. Haben wir uns hier noch das, was da auf dem Bett liegt. Und da sind wir schon voll. Und raus, bitte. Werkbank. Nice. Sehr gut. Die Krypta. Gott sei Dank. Jetzt können wir hier raus. Ja, weit, weit weg von hier. Ja. Ey, Moment. Da hat's noch was. Schnur. Nochmal. Ne, ich glaube, das ist alles. So, kann man da was upgraden? Na, leider nicht. Nur eins und Leder, Schnur und Werkzeug. Hm. Okay, dann halt beim nächsten Mal. Komm, ich helfe dir. Mhm. War's hier vielleicht noch was? Oh, was ist das da auf dem Boden? Sollen wir trotzdem weitergehen? Ja, wir sind so weit. Dachte ja, es kommt ein Schlimmeres. Bleib in meiner Nähe. Ich bin mal gespannt, was jetzt als nächstes kommt. Was neuer ist Mob? Das an den Wänden? Ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Oh, sehr gut. Wie waren das? Du wirklich? Ja, wir sind in ihrem Nest. Dann werden sie ganz schön wütend sein. Ich glaube nicht, dass Ratten normalerweise sowas machen. Okay. Amicia, wir dürfen die Wände nicht berühren. Oh ne, habe ich nicht vor. Keine Sorge. Sie brennt im Hals. Oh, okay, Freiheit. Wir haben es geschafft. Wir sind da. So, renn, 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 renn. Was hier? Geschafft. 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 Amicia, ich will zu Mama. Sie soll nicht mehr tot sein. Hugo. Sie soll zurückkommen. Und ein neues Kapitel. Der Lehrling. Ja, was ein cooler Abschnitt. Aber eklig. Aber das ist ja, glaube ich, nur der Auftakt von dem Ganzen. Amicia, werden wir nie wieder nach Hause gehen? Nein, das ist zu gefährlich. Sind die Ratten da auch? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, dass sie uns im Dunkeln finden. Bei Laurentius sind wir sicher. Komm. Ja, dann hoffen wir, dass wir ihn jetzt endlich mal finden. Boah, ist mega schön. Super malerisch. Ja, ich würde hier Urlaub machen. Da oben, eine Windmühle.
Ist das der Hof von Laurentius? Das hoffe ich. Die hat aber schon mal besser ausgesehen. Ich habe eine Windmühle gesehen. Wenn wir vorsichtig sind, siehst du gleich eine. Wir können hier sogar runtergehen. Ja, da gibt es natürlich wieder was zum Einsammeln. Hey, Hugo, wo willst du denn hin? Ich will das. Da, Luftblasen. Sieh mal die Blasen. Ja, Hugo. Was ist das? Könnte ein Fisch sein oder ein Frosch. Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Komm schon. Aber ich habe noch nie einen echten Frosch gesehen. Echt nicht? Okay. Aber ja, so Blubberblasen, glaube ich, sind vielleicht nicht so gut. Da gibt's noch mehr Verstecktes. Jemand kam her, um ein Buch zu lesen. Blut. Was ist passiert? Ich weiß es nicht, aber sicherlich nichts Gutes. Vielleicht sind die Ratten gekommen. Nee, glaube ich nicht. Amicia, das ist einer von denen, die das Haus angegriffen haben. Die Inquisition. Sie sind hier. Ah, und da vorne ist das Willkommenskomitee. Wie haben die das gemacht? Das sind doch nur verdammte Tiere. Sehe ich wie eine Ratte aus? Woher soll ich das wissen? Ich sag dir, mit diesem blöden Kalk werden wir die Nester sicher nicht los. So oder so müssen wir vor Sonnenuntergang hier weg sein. Die mögen die Dunkelheit. Also zurück an die Arbeit. Ja, das gilt natürlich auch für uns. Wir sollten hier dann schnellstmöglich weggehen. Ich muss mich mal kurz räuspern. So. Das ist besser. Was ist das? Was? Oh, oh. Nein, scheiße. Ich bin so doof. Okay. So. Ich hab da drüben was gehört. Ja, ich weiß. Aber solange du uns nicht siehst, ist umso besser. Und wenn er zurückgeht, gehen wir auch in die Richtung. Nein, nichts. Gar nichts. Aber schöne Rüstung eigentlich. Ja, und da unten ist der nächste. Gibt's wieder Zutaten? Guck mal, diese Brücke da führt zum Bauernhof. Was für eine Zeitverschwendung. Der Großinquisitor sollte uns einfach sagen, was genau er von uns will. Ich glaube, den muss ich erledigen. Amicia, ich habe keine Wahl. Autsch. Zutaten, auch nicht mal mitnehmen. Dankeschön. Also der ist nicht tot, der macht ein etwas längeres Nickerchen. Das sollte reichen. Noch eine zweite Barrikade und hier kommt keiner mehr durch. Ich gehe zur Brücke rüber, der Wagen mit den anderen Barrikaden... Gut, wir gehen da schon mal... Oh, da oben ist auch noch was. Oh, scheiße, da läuft ja einer. Okay, wir können uns doch mal verstecken. Okay, er schaufelt hier. Und geht dann wieder retour. Okay, schnell wieder weg. Nice. Oh, noch einer. Wir sitzen fest. Da ist ein Loch in der Wand. Ich bin zu groß. Du musst da rein und das Fenster für mich öffnen. Aber sie werden mich sehen. Ich werde sie ablenken. Vertrau mir. Wie genau machen wir das? Am besten, wenn er da rechts ist. Schaufelst du das überhaupt? Was war denn das? Okay, sehr gut. Und los. Los. Na gut. So, geh da rein, geh da rein, geh da rein. Na, nichts zu berichten. Ja, jetzt ich.
Ja, nach gleichem Schema, oder? Scheiße. Geht von hier gar nicht. Ah, Mann. Ist das eben da nach vorne gegangen? Schon zum zweiten Mal. Ich sehe danach. Dex ist jetzt anders. Okay, und jetzt hier rein. Gut gemacht. Amicia, wir müssen hier weg. Noch immer nichts. Nochmal überlistet ihr mich nicht. Jetzt hab ich ein Werkzeug gekriegt. Ja, fuck. Wie kann ich jetzt dich ablenken? Bewegst du dich auch? Nee. Durch das Loch passe ich nicht. Ich muss das hier irgendwie da durchkriegen. Ich hoffe, das geht. Ein komisches Geräusch. Yes, sehr gut. Und das ab hier rein. Nein, sie haben den Weg zum Hof versperrt. Sag Senior Nicolas, dass die Straße gesperrt wurde. Personen und Fuhrwerke sollen angehalten und durchsucht werden. Und wonach suchen wir genau? Nach einem 5-jährigen Jungen, Hugo de Roon, braunes Haar, blaue Augen. Reden die von mir? Warum? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Kaum zu glauben. Hab gehört, das ist ungeheuer wichtig. Senior Nicolas hat seine Befehle vom Großinquisitor persönlich. Also haltet die Augen offen. Okay, bleiben die jetzt so stehen? Oder drehen sie sich um, damit ich jetzt da runtergehen kann? Ich glaube, die bleiben so stehen. Ich probiere es jetzt einfach. Hat auch Sachen. Ey, das sind die Sachen, was aus dem Boden kommen sind. Habt ihr da keine Fragen diesbezüglich? Vorsicht, da ist eine Wache. Ja. Okay, dann schauen wir uns mal den Bewegungsablauf von der Wache an. Geht noch da oben. Andererseits, wir könnten ihn ausnocken, aber das wird vielleicht Lärm machen. Wo gehst du jetzt hin? Bitte nicht zu mir. Ach, er macht einfach den Weg. Okay. Ah, da hinten ist noch eine zweite Wache. Bleiben jetzt einfach mal hier dahinter. Okay, wie kommen wir bei dir vorbei? Sehr gut. Ich muss das hier weiter nach vorne. Ja, nicht nach hinten gucken. Vorsicht bei der Landung. Ja. Geschafft. Werkbank, sehr gut. Haben wir hier noch Materialien? Nö. Okay. Beutel. Verringe die benötigte Zeit, um mit höchster Präzision zu schießen. Das ist nicht schlecht. Munitionstasche. Ausrüstung. Rennen und Ausweichen macht weniger Lärm. Ich würde sagen... schwierig. Ist eigentlich alles ganz gut. Aber ich glaube, ich gehe mit Rennen und Ausweichen, macht weniger Lärm. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Cool. Amicia? Was?
Was habe ich getan? Warum suchen die nach mir? Du hast keine gar Ahnung. Nichts getan. Sie sind die, die etwas verbrochen haben. Werden sie uns wehtun, wenn sie uns schnappen? Sie ja. werden uns nicht schnappen, verstanden? Verstanden. Okay, das war jetzt hier easy, da auf die andere Seite zu kommen. Ah, süß. Hugo? Hugo? Wo bist du? Hugo, das ist nicht lustig. Buh. Hugo. Habe ich dich erschreckt? Die Inquisition Nein. ist hier, Hugo. Sollen Eben. Sie dich schnappen? Mach das bloß nie wieder. Na schön. Sie sind hier. Doch, Signor Nikolas Hilfe. Und unsere. Wir packen alle mit an. Dafür sind wir hier. Hast recht. Hey, Schweinchen, versteckt euch lieber. Es ist gefährlich. Die Schweine mit Gigaklöten, ey. hier mal wieder was zum Ablenken. Braucht man das denn eigentlich? Nice. Schnur im Leder. Oh, sie sind überall. Okay. Also wir haben einer, der eine Tour macht. Und einer, der einfach nur da steht. Ich glaube, dich müssen wir ablenken. Das Geräusch her. Von da drüben? Jo. Und wer macht so ein Feld? Okay, okay. Jetzt weiter. Na, das war wohl falscher Alarm. Sehr gut. Okay, jetzt mal überlegen. Die schauen alle da nach unten. Ich lasse ihm noch mal vorbeikommen, weil das sieht mich sonst von hinten. Ah, wir könnten ihn da ablenken. Dann kommen wir da zu den Kisten hin. Aber ich glaube, das lasse ich jetzt mal aus. So. Hey, einer von uns liegt weiter unten auf dem Weg. Mausetot. Sollten wir ihn nicht begraben? Wurde er gebissen? Ja. Hast du ihn angefasst? Nee. Gut, denn wenn die Ratten dich beißen, wird dein Blut vergiftet. Du kriegst überall Beulen und jeder in deiner Nähe kann sich auch anstecken und sterben. Deshalb nennt man es auch den Biss. Dann lassen wir ihn wohl besser da liegen. Okay, ich glaube, ich muss jetzt gleich beide hier wegbringen, damit ich da reinkomme. Für ein Geräusch. Das Geräusch. Das sehe ich mir besser an. Okay, und jetzt schnell da rein. Okay, sehr gut. Dann rufen Sie uns endlich zurück ins Lager. Scheiße, es wird langsam dunkel. Verdammt, zwei. Tja, da ist nichts. Okay, schneller, 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 schneller. Ja, wieder was zum Ablenken. Wie brauchen wir das? Er läuft jetzt wieder nach oben. Aber er könnte uns sehen, oder? So, schneller, schneller, schneller. Oh, 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 oh. Bitte komm nicht hier rein. Oh, das war jetzt mega knapp. So, und er schaut nicht in meine Richtung. Hat es mehr von dem Zeugs. Okay. Sie können uns also nicht mehr sehen? Nein, können Sie nicht. Glaube ich zumindestens. Komm, ich helfe dir. Na gut. Was ist das für ein Geräusch?
da los? Ich das überhaupt wissen, was da los ist? Oh je. Also wenn die einen Rückzug machen, sollten wir vielleicht nicht in die Richtung hingehen, wo sie wegfliehen. Hugo, wir können nicht anhalten. Nicht hier. Ich fühle mich seltsam. Halt durch. Du kannst dich ausruhen, sobald wir bei Laurentius sind. Mein Kopf. Er tut so weh. Jetzt wird mal, dass das irgend so ein Hexenzirkel ich ist. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ganzen Stich. Was würde Mama tun? Mir Medizin geben. Ich kann dich tragen. Wenigstens das. Los, hoch mit dir. Okay, du hast Ausdauer. Jetzt kann ich aber auch nicht mehr rennen. Mama sagt, dass ich nicht aus dem Haus darf. Ich weiß. Bestimmt fühle ich mich deshalb nicht gut. Du bist nur erschöpft. Es ist schon sehr mysteriös, dass wir über ihn de facto nichts wissen. Immerhin durftest du sie sehen. Hm? Ach, nichts. Okay. Und warum durftest du die Mutter nicht so oft sehen? Ich glaube, die Fragen werden noch teilweise beantwortet. Laurentius Mühle, wir sind fast da. Wird er mich auch einsperren, wie Mama? Er bringt dich in Sicherheit. Ja gut, hier draußen ist es wirklich gefährlich. Ja, aber wenn er jetzt, wo es dunkel wird. Aber ist es auch ganz in Ordnung. Eines Tages wird es dir besser gehen. Sind die Tiere da tot? Was ist hier nur passiert? Wir müssen jetzt vorsichtig sein. Komm lieber wieder runter, Hugo. Darf ich da einfach reingehen? Es läuft mir in die Schuhe. Das darf doch nicht wahr sein. Oh, wir sind nein. Oh. Fackel rüber. Schnell. Oh, das wird jetzt so Speedrun, oder was? Sie können uns nicht erreichen. Dann los, gehen wir. Oh nein! Wenn es Nacht wird, kommen sie raus. Alles ist wo müssen wir denn überhaupt hin? Okay, da oben dürfen wir schon mal nicht hin. Na geil. Wir müssen hier raus. Kann ich ja nicht mitnehmen. Was soll der Scheiß? Wir müssen da irgendwie auf die andere Seite rüber. Oh, Scheiße. Fuck. Komm schon, schneller! Okay, gut. Und rüber hier. Was habt ihr denn für ein Problem? Das war knapp. Und jetzt? Schon wieder dieser Schlamm. Da kommen wir nie durch. Ach nee, da müssen wir jetzt aber nicht drüber. Sind oder? Sie wirklich alle tot? Sie wurden abgeschlachtet. Wahrscheinlich von der Inquisition. Ich glaube, mir wird schlecht. Hättet ihr wirklich früher dann alle Tiere damit umgebracht? Okay, da kommen wir nicht rein, ohne dass wir einen Magic-Stab haben. Ah, und da hinten haben wir einen Magic-Stab. Alles klar. Ah, und da können wir auch das Feuer anmachen. Gehen wir. Ja. Hier schön auf dem Weg bleiben und nicht irgendwo einsinken. Oh, das muss so dermaßen stinken hier. Komm mal an. Sehr gut. Nächster Stand da oben. Okay. Start. Los, nochmal. Also spielerisch ist es eigentlich sehr einfach. Dann habe ich die Query. Aber ja, da geht es halt mehr darum, die Story halt zu erzählen. Okay, hier haben wir wieder Mats. Nice. Und jetzt den Wagen da nach oben schieben. Schieben wir. Ja, alles klar. Komm schon. Fast geschafft. Amicia. Warum haben Sie die
Schweine getötet. Vielleicht, um die Ratten hier zu halten. Echt? Okay, ja, eigentlich ist der Gedanke gar nicht mal so blöd. Ich nicht reden. Schieben. Andererseits geht hier natürlich ein Haufen Lebensmittel verloren. Durch das Ganze. Schaut euch, wie viele Schweine das sind. Wir haben es geschafft. Naja, sag das mal noch nicht so früh. Hallo, Laurentius. Oh, sehr ruhig. Aber was ist, wenn es nicht Laurentius ist? Hm? Hast du das bedacht? Tut mir leid. Hab ich's doch gewusst. Sehr nice. Soll man hier geduckt sein? Nee. Erstmal hier wieder alles absuchen. Was machst du? Es ist so dunkel. Vielleicht ist da unten ein Monster. Ja, von dem, was ich hier alles gesehen habe, wäre das gar nicht mehr so unwahrscheinlich, dass da unten was ist. Komm mal nicht rein. Okay. Wir müssen da irgendwie rein. Was machst du denn jetzt? Du lebst ja noch. Tut mir leid wegen deiner Freunde. Drin. Vielleicht was? Nee. Hat zumindest nur Futter. Also bevor wir das Pferd hier anschauen, dass die hinten noch. Ist ja auch zu. Ja, ist auch zu. Okay. Verschlossen. Ah, da. Ja, kletter da rein und öffne schnell die Tür. Und sei vorsichtig, ja? Ja. Da hinten. Gut. Aber ja. So. Da hat's eine Blume. Amicia, ja, eine Blume. Hugo. Das ist kein guter Zeitpunkt, weißt du? Bitte. Na schön. Geh schon. Das ist eine Akelei. Sie sieht so traurig aus, weil sie den Kopf hängen lässt. Vielleicht fühlt sie sich bei uns nicht mehr so einsam. Ja, es ist nicht schön, allein zu sein. Na komm. Gehen wir. So, sonst keine weiteren Secrets hier drin. Okay. Mal schauen, was wir hier im Haus Schönes finden. Als erstes eine Werkbank. Okay, gehen wir mal dahin. Das riecht komisch. Alkohol von den Destillierapparaten. Beutel, Munitionstasche. Da ist jemand. Oh, und sehen wir mal nach. Das sieht schon viel besser aus. Das klingt überhaupt nicht gesund. Ah, und okay, wir haben hier Schinken. Das heißt, hier passiert dann wieder was. Lass mal hier unten überall gucken. Nope, hier ist nix. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Okay, gehen wir jetzt erstmal hier rein. Wer seid ihr? Magister Laurentius. Bleibt stehen. Er ist ansteckend. Hugo. Hier. Die Inquisition kam. Wir haben alles verloren. Ich konnte nichts tun. Ich... Oh, natürlich. Sie wollten ihn. Ein Übel. Ein altes Übel fließt in den Adern eurer Familie. In ihrem Blut. Eure Mutter und ich versuchten, ihm Einhalt zu gebieten, aber seit dem großen Erwachen wächst er schneller. Du musst ihn beschützen, Amicia. Die Arbeit deiner Mutter fortsetzen. Ich? Aber wie? Meine Eltern haben dafür mit ihrem Leben bezahlt. Lass mich in Ruhe. Sie sind hier. Die Ratten sind gefährlich, aber chaotisch. Die Inquisition jedoch. Sie suchen den Jungen ohne Unterlass.
Wir müssen verschwinden. Ihr müsst zum Chateau d'Ambrage. Lukas, geh in die Scheune. Du musst das Ignifer vollenden. Spart eure Kräfte. Ich werde mich beweisen. Das mit euren Eltern tut mir leid. Aber ihr seid nicht mehr allein. Wir müssen schnell sein. Helft mir mit dem Ignifer. Es schützt uns vor den Ratten. Komm, Hugo. Ich will, dass du mitkommst. Okay, das beantwortet jetzt einiges. Also, er hat irgendeinen Fluch oder sowas drauf. Oder Monster. Eins von beiden. Jedenfalls nicht natürlich. Und das Ding, was wir jetzt gleich machen, keine Ahnung. Irgendein tolles Ritual. Was können wir denn hier noch machen? Was sollen wir jetzt tun? Das Ritual. Aber das machen wir erst in der nächsten Episode. Also, liebe Leute, ich hoffe, ihr habt es gefallen. Wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder sogar ein Abo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Tschüss.